Hier, zeig doch so lange, bis es losgeht, diesen Pausenkuli. Ja, ich habe gerade keinen Füller. Frohe Weihnachten! 115 Parlamentarier haben sich zum Ende der letzten Legislaturperiode zum Wohle des deutschen Volkes nochmal mit 396 Stiften der Nobelmarke Mont Blanc eingedeckt. Kostenpunkt 68.000 Euro. Steuergeld, das sonst an den Bundestag zurückgeflossen wäre. Aber gut, Volksvertreter, Volksverarscher, das kann man schon mal verwechseln. Und dafür haben sie uns ja die ganzen Rotstifte dagelassen. Mit denen rechnen übrigens auch gerne die Clients from Hell. Dreiste Auftraggeber, deren Ansprüche an potenzielle Geschäftspartner in diesem unterhaltsamen Blog nachzulesen sind. Und diese Ansprüche sind meist deutlich größer als ihre Ahnung oder das Budget. Sparen helfen könnte da übrigens Switch, die clevere, ausschaltbare Steckdose des Designers Yongjin Kim, mit der man Stecker nicht mehr rausziehen muss, sondern elektrischen Geräten den Standby-Saft ganz bequem abdrehen kann. Immer wieder beeindruckend, auf was für genial einfache Ideen manche Menschen kommen. Unser eins zum Beispiel macht Spiegeleier und denkt sich nichts dabei. Ein Erfinder dagegen erfindet noch am selben Abend den Eiknacker, ohne den Eierspeisen oft einen schalen Beigeschmack haben. Natürlich mit passendem Aufsatz zum Eier trennen. Ja, in der so gewonnenen Zeit kann man das Ding dann locker spülen. Noch etwas genialer ist aber natürlich dieses Fahrrad. Was zuerst aussieht wie ein Special Effekt oder eine optische Täuschung, ist nämlich tatsächlich Realität. Ein Fahrrad ganz ohne Frontgabel. Da muss man nur etwas aufpassen mit dem Tempolimit bei so wenig Luftwiderstand. So ein Eiknacker ist ja gerade jetzt Gold wert in der Vorweihnachtszeit. Für diese ganzen Leckereien. Ich sag nur Apfelmännchen, Mandelbrot. Ja, Mathematikern läuft da sofort das Wasser im Mund zusammen. So wie auch den Jungs bei Skytopia, die die berühmten Fraktale mal in beeindruckende 3D-Bilder umgerechnet haben. Was man sich allerdings besser nur anguckt, als zu versuchen, es auch noch zu verstehen. Dieselbe Empfehlung gilt für das Projekt von Kipan, der eine Software entwickelt hat, die aus einer ganz normalen Webcam einen 3D-Scanner macht, der Objekte quasi in Echtzeit rendert und animiert. Um es mal so zu formulieren, dass es so klingt, als hätte ich es annähernd verstanden. Große Enttäuschung bei den Fans des 1. FC Köln. Keines der Spiele ihres Clubs steht unter Manipulationsverdacht. Die Mannschaft ist wirklich so schlecht. Aber unglaublich, sogar die Spiele der Champions League wurden wohl manipuliert. Hätte Uli Hoeneß das früher gewusst, hätte er die Million nicht den eigenen Spielern gegeben, sondern dem Gegner. Tja, leider sind keine Superhelden in sich, die diesen kriminellen Sumpf trockenlegen könnten. Die des Künstlers Gilles Barbier sind jedenfalls aus dem Weltretteralter raus und können so maximal noch Tauben füttern. Und auch die Picasso-Superheroes bei wonderbros.com sehen leicht indisponiert aus. Beziehungsweise so, als hätten sie die entscheidende Schlacht schon verloren oder hätten zu lange neben dem Kryptonit gestanden. Da bleibt wohl nur noch gute alte Polizeiarbeit. Das heißt erstmal Tatwaffen finden. Vermutlich liegen die Kugeln sogar noch beim Zeugwart rum. Ja, wesentlich schwerer zu entdecken sind Waffen und Munition, da schon bei El Farrow, der die nämlich ganz geschickt als Reliquienschreine oder imposante Gotteshäuser tarnt. Und auch dieser Verdächtige ist für die Gesetzeshüter eine ganz harte Nuss, die sie möglichst schnell knacken müssen. Ob es ihnen gelingt, erfährt man in dem sechsteiligen Webthriller Girl Number 9, den man nur noch bis Ende des Monats kostenlos online sehen kann. Ja, hey, ich bin's nochmal. Warte mal eine Sekunde. Das war Ehrensenf, ich bin Ellen, tschüss. Hier, pass auf, wenn ihr am Wochenende in Bochum 5:0 verliert, bekommt ihr von mir 10.000 Euro. Ja, ich weiß, das ist schwer, aber da muss die Abwehr halt mal ein bisschen aufpassen.